Was machen Sie hier? Jetzt geht's den feuchten Kehricht an, klar? Ich möchte nicht gefilmt werden. Komm! Kamerascheune! Einen wunderschönen guten Tag hier aus Dülmen, genauer gesagt Wierlingsbusch 29. Da sind wir ansässig, das ist unsere Halle, das ist der Jeep und das da ist ein Snackautomat. Snackautomat oder auch US-Candy-Mart. Das klingt doof, aber ist simpel, kann man sich leicht merken. Wir hatten überlegt, wir werden so ein bisschen mehr Richtung Automatenverkauf gehen. Hab da den Paul Kramer kennengelernt, der Onkel Kramer, der kommt gleich vorbei. Sein Automat steht schon hier, den hat er mir netterweise zur Verfügung gestellt. Ich war ja die Tage bei ihm oben im Saarland, habe da ein Video zu gemacht, das verlinke ich mal hier oben. Guckt mal drauf, sehr cool, was er da gemacht hat. Und ich hatte überlegt, so ein Ding wäre geil mit US-Kram, also US-Candy, wenn wir das Ding hier vorne, direkt vorne vorstellen. Das heißt, 24 Stunden, 7 Tage die Woche ist das Ding dann geöffnet, begehbar, wie auch immer. Wie, was, wo? Lasst euch überraschen. Also wie gesagt, der Paul kommt gleich und dann filmen wir ein bisschen was zusammen für seinen Kanal, für meinen Kanal. Und dann gucken wir mal, was wir da heute Schönes draus machen. Wetter ist Bombe, deswegen Sonnenbrille Pflicht. Das ist keine Wolken, nix, gar nichts, nada, niente. Und jetzt schon 28 Grad und wir haben es jetzt gerade irgendwie kurz nach 10. Paul erklärt gleich ein bisschen was dazu. Ich freue mich drauf. Viel Spaß, bis später. Hallo, du schönes Ding. Bist noch eingepackt, ne? Aber das ändern wir gleich. Ja, ja. Nee, wir haben gerade mal kurz reingeholt, weil draußen ist doch schon recht warm und der ist schwarz und klar, wenn die Sonne drauf knallt und da keine Kühlung gerade angeschlossen ist, wird das Ding auch innen drin warm. Deswegen, ich mache das mal eben kurz alles drumherum weg, die ganze Folie. Wie gesagt, Paul ist auf dem Weg. Ich habe das Ding hier hingestellt, weil natürlich dann direkt von hier, da uns bedienen können und gucken können, was packen wir da rein. Ne? Wie gesagt, das ist jetzt die kleine. Hier sind jetzt noch die Lücken, das ist Hostess und sowas, was wir an den heißen Tagen nicht hier hinten lagern, sondern vorne. Da kommen noch Chips und sowas hin, Getränke haben wir hier. Hier kommen auch noch ein paar Sachen hin. Ist noch ein bisschen was zu tun bis Freitag, also bis übermorgen. Krass, ja. Noch was? Da, genau, da sind noch Getränke, Calypso, Mountain Dew. Das ist noch was gekommen. Hier, Alter, wir haben endlich, unglaublich, aber guck mal. Wer kennt's? Ich kenn's noch nicht. Dark Berry, Dr. Pepper. Soll mega geil sein. Fragen sehr viele Leute nach. Haben wir direkt mal ein paar von bestellt. Da, Thomas macht gerade Bestellung wieder. Ist auch fein. Da ist auch neue Ware gekommen. Da ist Max, neue Bestellung. Ja, also ich packe das Ding mal kurz aus, warte auf Paul und dann geht's weiter. Guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Sie haben den Weg gefunden. Das ist wunderbar. Sind Sie auch so mit 120 auf der rechten Spur gefahren, oder? Ich war immer in einem LKW im Windschatten. Okay. Damit ich noch genug Strom für mein Handy habe. Geil. Ja, da sind die Getränke, da sind die Fressalien, da ist ein leerer Automat, da bin ich am Schwitzen und der Ventilator ist überhaupt gar nicht laut. Gar nicht. Denn wir müssen hier noch das Ganze aufbauen für Freitag, während wir nebenbei den Automaten bestücken. Wir arbeiten hier mit Ventilatoren gegeneinander, also da ist einer, hinten ist noch einer. Gut warm hier drin, wirklich. Aber wir kommen voran, wie gesagt. Das ist jetzt erstmal so die Auswahl an Getränken, die wir da reinbauen werden. Da, wie gesagt, sind ein paar Snacks dabei. Ich gucke gerade noch so ein bisschen rum, was ich noch reinpacken kann. Pop-Tarts wollte ich noch reinpacken, genau, auch sehr gut. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare oder schreibt mir privat, wie auch immer. Was wollt ihr in dem Automaten noch haben? Was sollen wir an dem Automaten reinpacken, der dann da hinten vom Laden vorsteht? Was wollt ihr haben? Was machst du da? Ich tippe mal so ein bisschen. Einfach drauf rumdrücken. Ich drücke ihn jetzt hoch und wenn ich den ganz hoch gedrückt habe, dann fällt unten was raus. Geil. Und dann sollte das. Oh toll, hier. Guck mal. Geil. Ich habe 731. Letzte Zahl verrate ich nicht, weil da gibt es ja was umsonst. Du hast unten Schaumstoff drin, hast du gesagt, ne? Ja, aber ich nehme die Flasche vorher raus, bevor ich die nächste kaufe. Wir haben so ein geiles Glas, ne? Ja. Also wie gesagt, du musst echt drauf achten. Glas dünner, Alu ist dünner. Bin so gespannt. Eine Dose platzt jetzt wahrscheinlich gleich. Ja. Mach da mal so eine Dr. Pepper da oben. Was sie machen? Oder? Machen wir. Hab ich's gesagt? Ist krass, oder? Das hast du mit deutschen Dosen nicht? Nein, das hast du nicht. Aber. Und deswegen, also
Nee, also da muss man echt gucken. Also da müssen wir mehr Schaumstoff reinmachen oder sowas. Oder eben nur zwei rein. Oder nur zwei, ja. Aber da würde ich Gateway weglassen. Oder okay. Geht das gut? Das geht gut. Ja, probieren wir mal Etage tiefer, ob es auch läuft. Bitte, nochmal die 51. Freier Fall. Ja. Ich würde nochmal machen, weil der ist vorne hier auf die Kante drauf geknallt. Ja. Nochmal die... Wir nehmen die 5-2 auch nochmal. Nee, da geht's. Geht. Also haben wir gelernt. 1 ja, 2 ja, 3 nein. Bei deutschen Dosen geht's, bei US-Dosen. Ja, Pop-Tarts passt nicht. Passt nicht? Nein. Passt schon, aber wir haben nicht das richtige Zeug da. Was sagst du ansonsten auch? Die Applejacks oder gibt's ja auch Lucky Charms? Ne, so, ne, am alles besten Laufbahn. Auf Laufbahn passt natürlich perfekt rein. Da ist Laufbahn das Beste. Oder eine große Spirale, wo 4 Produkte ineinander passen. Dann geht's auch. Ah, wir haben noch ein bisschen was hier, da ganz viel noch. Hier haben wir noch ein paar Schokoriegel. Ja, dann machen wir weiter. Berries, Tropical, Watermelon. Normal noch im Original, haben wir gerade aber nicht mehr. Wir haben die auch sonst in diesen wunderschönen viereckigen Kisten, weil da ist wieder die Breite. Muss ich natürlich hochkant hinstellen. Sieht nicht so geil aus wie jetzt sowas. Übrigens, wenn man bei Onkel Kramer einen Automaten kauft, dann kommt der einmal die Woche vorbei und macht genau das, was er jetzt hier gerade macht. Der füllt euch den Automaten auf. Ist normalerweise hole ich bloß das Geld raus. Schlüssel habe ich, ja. Ach, scheiße. Master Key. Wenn man so einen Automaten bei euch bestellt, dann, ja. Wie war das? Man kann so eine Onkel... Was es gibt hier Onkel Kramer Konfiguration. Das heißt, oben Chipstüten, darunter Haribo. Dann kommen wir zu den Riegeln. Dann geht es weiter mit Energy und auch noch anderen Riegelprodukten. Also meistens ist es dann Beefy Roll. Mhm. Und darunter geht es dann weiter in den nächsten Etagen mit Getränken. Okay. Das ist so die Onkel Kramer Konfiguration. Manchmal passt es nicht, das haben wir jetzt auch gerade hier. Ja. Aber... man muss nicht ganz so viel tauschen, als wenn man so Fantasiesachen bestellt. Und du willst auf Dauer auch so ein bisschen mehr so Ami, du willst einen Automaten bei dir hinstellen mit Ami-Sachen, so wie jetzt gerade hier. Genau, einer wird komplette US-Candy. Mhm. Also wenn du den Automaten nicht mehr hältst, bestelle ich mir oder kaufe ich mir 9. Ja. Hab schon einen gekauft, auf Verdacht. Ne? Und mach den dann genauso wie hier im Prinzip. Ja. Und das ist einmal, dass die Leute sehen, dass es funktioniert. Ja. Monatsende, wir machen immer so einen Zoom-Call, dann können die Leute sehen, wie viel Umsatz habe ich gemacht. Und dann ist es für den einen oder anderen schon interessant. Aber nur für Leute, mit denen du Business machst? Ne? Nee, also alle Leute, die sich anmelden in der Liste. Okay. Aber es gibt dann halt auch Leute, die wir dann ausschließen können. Auf YouTube guckt jeder zu. Und bei Zoom, halt nichts. Ja, das sieht gut aus. Das füllt sich hier langsam. Das ist wirklich ausprobieren, ne? Also was passt von der Höhe her wie rein? Wie du gerade schon sagtest, also die sind jetzt ein bisschen zu hoch. Ja. Das heißt, du musst den hier einmal anheben, um den, mach mal kurz, ich hab so eine Hand. Es ist so nicht optimal. Nee. Und normalerweise ist es so, dass man die Produkte halt an die, an die ganzen, die Spiralen an die Produkte anpasst. Wir haben aber nur das hier, was wir hier haben. Und deswegen müssen wir ein bisschen experimentieren. Ja. Normalerweise müssten jetzt hier bei größeren Kartons zum Beispiel, die wir haben, Laufbänder rein. Es gibt auch noch Rotary-Systeme, also verschiedene Dinger. Das günstigste ist aber immer die Spirale und am sichersten, weil wenn man es ordentlich auffüllt, fällt auch nur das raus, was man was rausfallen soll. Ne? Ja. Nee, deswegen, ich werde dann gucken, dass wir die noch ein bisschen kleiner bekommen, dass wir die vielleicht noch in Tüten bekommen, so wie jetzt hier oben. Also ein bisschen anpassen das Ganze. Aber schaut schon gut aus. Es gibt spezielle Automatenprodukte, also viele Hersteller, die schießen sich darauf ein. Mhm. Gerade hier Haribo und sowas, dann gibt es extra Automaten. Eine Größe Chips dann. Auch. Ja. Weil es ist ein großer Markt. Amerika noch mehr wie hier. Ja. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir bleiben. Also Chips haben wir jetzt gar nicht drin. Liegt einfach daran, dass unsere Chips-Tüten... Komm, mach da mal rein. Du musst die nur ein bisschen drücken. Und dann passen die da rein. Ja. Also die würden reinpassen, aber wir verlieren enorm viel Platz. Ja. Also für eine Reihe Chips verlieren wir eine Etage, wo wir Produkte verkaufen können. Und jeder Platz ist bares Geld halt, ne? Ja. Oder man nimmt... Selbst die kleinen Dinge, also das sind jetzt etwas kleinere. Ja, die würden aber passen, ne? Die würden aber reingehen, wenn man jetzt zum Beispiel hier als Beispiel, zack. Okay, easy. Zack, das passt rein. Ja. Sandra? Sandra! Da ist Sandra. Haben wir noch Takis in 55 Gramm? Ja, haben wir noch, weiß ich. Ist mir egal, ich will die ausprobieren. Tut mir leid, Max, deine Takis gehen gerade woanders für drauf. Das hier ist der Verkaufsschlager schlechthin. Normalerweise 180 Gramm oder 280 Gramm. Das sind jetzt 55 Gramm. Ganz vergessen, das ist so unser Verkaufsschlager. Also, wo, wer, was da raus wie? Dafür? Dann würde ich aber hier, warte. Dann würde ich die dafür rausnehmen, weil die haben wir unten, glaube ich, nochmal drin.
und die da reinsetzen. Und so sieht das Ding dann gefüllt und in Farbe, wollte ich gerade schon sagen, an, in mit Licht aus. Ist mit hier. Ne? Kannst reintreten. Echt? Baseballschläger auch? Baseballschläger auch. Ziegelsteine auf der Spitzhacke, haben wir gehört, geht nicht so gut. Ja, aber trotzdem, Kamera überwacht das ganze Ding, damit wir nachher keinen Stress haben. Mhm. Mhm. Ja, ja, so ist das schön. Wir kaufen eine Wendy-Maschine leer. Einmal alles durchkaufen zum Probieren. Also zum auch zum Probieren, zum Essen, ja, aber... Ja, man muss jetzt halt alles ausprobieren, ob es funktioniert. Ja. Ob die Produkte, da zum Beispiel sind eigentlich die falschen Spiralen drin oben, aber es geht halt, ne? Jetzt die Nerds finden werden interessant, weil das ziemlich eng ist. Die 20. Und wir sehen auf jeden Fall schon, dass sich das ein bisschen quält, aber es, ja, es ist, funktioniert nicht. Dum, dum. Also lieber rausnehmen, lieber was Kleineres. Rausnehmen. Genau. Bei der 22 ist auch eigentlich nicht die optimale Spirale. Aber es geht halt, ne? Aber du siehst die Fallen dann nach vorne. Das ist, ja. Nicht, das ist nicht schön. Also Nerds können wir, und die, diese Packungsgrößen sind echt nicht. Ja. Also lieber so die kleinen Nerds nehmen oder genau. Die in der. Ja. Jetzt haben wir hier die laufen auf jeden Fall sowieso super. Ja. Dann haben wir die Takis. Dein Topseller, sagst du ja. Ich bin echt gespannt. Die sind scharf, du hast gesagt, die sind gar nicht so scharf. Ich hab dir so wieder aufgespuckt. Jawohl. Alles drin. Wir haben hier unten Snapple, Calypso, Gatorade, Fanta, Dr. Pepper. Wir haben hier Hostess-Produkte, Milk Duds. Wir haben ein bisschen KitKat, wir haben ein bisschen Weingummi, Kaugummi. Und natürlich hier Oreo Wafer Roll. Und ganz wichtig, falls ihr die Netflix-Serie, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, kennt. Watch them, I call it. Genau. Schön. Das finde ich sehr schön, wirklich. Was wichtig ist, hier unten die Münzrutsche, wenn du Kinder hast, die in der Nachbarschaft wohnen und kleine klebrige Hände haben und Centstücke reinschmeißen, dann bleiben diese in der Münzrutsche hängen. Und das heißt, hier blockiert das Geld dann, das nachfolgende Geld. Kannst du die Münzrutsche hier einmal aufmachen, gucken, leer machen, gucken, dass die genauso wie sie jetzt steht, auch wieder steht. Kannst du eine Höhe noch vorstellen, das ist so die Position, was bis jetzt am besten ging, ohne Fehler. Wenn du Geld rausnehmen willst, nimmst du nie hier raus und tust auch nie da rein, sondern zum Auffüllen. Immer da oben den. Genau, hier oben auf Plus drücken, bis beide blinken, dann kannst du Münzen auffüllen. Mhm. Wenn du fertig bist, kannst du Plus gedrückt halten, bis beide wieder leuchten. Okay. Du kannst auch zwischendurch einmal so machen, dann geht es auch auf neutral wieder, sag ich mal. Hier unten landen die Münzen drinnen, die übrig sind, also ist eine Tube voll. Okay. Du schmeißt das Geld, was über ist, hier rein. Da rein. Wenn man sich aber Münzen auszahlen lassen will, dann drückst du zum Beispiel Tube A. Einmal auf Tube A. Kommt einer. Eine oder zwei. Ich weiß nicht, wie lange ich das gedrückt habe. Hier sind noch unsere Schrauben drin. Mhm. Und wenn du länger gedrückt hältst, dann macht er die Tube leer, bis unten noch drei Münzen drin sind. Drei Münzen ist immer der Sicherheitsbestand. Okay. Die werden auch nicht mitgezählt. Ich glaube, wir haben jetzt hier 100 Euro drin, sind aber ein bisschen mehr reingekommen. Ich glaube, 105 oder was waren das? Sind. Mhm. Und beim Einzahlen wieder, können wir wieder reinschmeißen, zack. Und dann wieder Plus drücken. Darauf achten, dass das richtig drin sitzt, weil das Ding verkeilt sich gerne, dann kriegst du die Tür nicht auf. Und ja, ansonsten ist es relativ simpel. Kann man mitarbeiten. Sandra, hast du aufgepasst? Weil du musst es demnächst machen, ne? Natürlich. Ja, super, perfekt. Gut, dann können wir ja Feierabend machen. Gut. Ne, ansonsten ist da nicht viel zu beachten. Temperatur habe ich, mal gucken, wie viel haben wir eingestellt. Hältst du hier Set gedrückt? Ist ja auf 6 Grad, ne? Wir gehen dann auch auf 8 Grad zwischendurch hoch. Also 6, 8, 6, okay. 8. Aber dann kommen die eisgekühlt raus, die Getränke. Natürlich. Geil. Eiskalt. Eiskalt. Also zu kalt ist auch schlecht. Wenn es zu kalt ist, dann sind die Schokoriegel zu hart. Mhm. Und zu warm ist auch blöd. Sind die Schokoriegel zwar schon weich, aber die Getränke also 6 bis 8, okay. Ja. Kannst du immer noch verstellen. Kannst halt in die Sonne stellen, in den Regen stellen. Als ob er Erfahrung damit hätte, ob er das mal schon länger gemacht hat. Finde ich gut, fürs erste Mal. Fürs erste Mal, ne? Ich glaube, ich mache das beruflich vielleicht. Ey, super. Ja. Mach einen YouTube-Kanal drüber, ich schwöre, das wird funktionieren. Das wird laufen wie... Kann ich mir nicht vorstellen. Schlüssel. Das ist sogar so Vorführer. Dankeschön. Wo ist denn der Goldene? Ich will einen Goldenen haben. Gibt keinen Goldenen. Ich will einen Goldenen. Cool. Das ist der Automat. Der steht jetzt hier bei uns an der Halle. Wierlingsbusch 29. Ja, wie ihr seht, ein bisschen Auswahl ist drin. Preise sind ein bisschen mehr als im Onlineshop. Keine Frage, weil das Ding kostet Geld, Strom kostet Geld. Und das Ding hat eben 24 Stunden auf. Ja, wir packen das jetzt auf den Hubwagen drauf. Und dann geht's ab zur Straße. Guck mal, der erste Kunde.
Oh, der Herr Kramer persönlich. 5-Euro-Scheine? Okay. Ist immer blöd, weil 5-Euro-Scheine sind am meisten zerknüdelt und haben die meisten Sicherheitsmerkmale. Boah, jetzt kommt der. War hier. Jetzt müsste eigentlich so Trommelwirbel kommen, ne? 5 Euro Credit. Die haben aber noch 21 Grad Temperatur. Ist da noch ein Produkt drin? Vielleicht brauche ich ja gar nichts kaufen. Tu was, komm. Was würdest du mir empfehlen? Ich würde dir empfehlen, die Dr. Pepper, die 55, weil es neu ist. Ich kenne es noch nicht. Okay. Sind die 53? Ganz anderes, ist ein amerikanisches Lebensgefühl jetzt. Oder? Ja, definitiv. Geil. Sehr gut. Geil. Ich habe vergessen, wenn man keinen Fahrstuhl hat, dann muss man kurz warten, bis man die Dose öffnet. Das hat er mir noch extra gesagt. Das war so gut. Ganz wichtig. Warten oder drauf ticken, so, ne? Ja, hilft das wirklich? Ja, das oder ist hilft das einfach nein, das hilft wirklich. Das hilft wirklich. Ja? Nicht viel, aber. Also, Automat steht, Automat ist befüllt, Adresse ist klar. Wielingsbusch 29 in Dülmen. 24 Stunden auf, der US Candy Mart. Ich sag mal vielen lieben herzlichen Dank an dich. Genieße deine Fanta. Gerne. Ich danke euch fürs Abonnieren von dem Kanal Onkel Kramer. Folgt dem jungen Mann, tut es einfach. Der hat es verdient, wirklich. Er ist zwar ein Arsch, was das angeht in so Corporations und so, aber nein, das ist wirklich nett. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, 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 oh. Einen habe ich noch, einen ganz kurz noch eben. Das ist jetzt eine Woche später, nachdem das Ding hier eine Woche stand, ja? Ich bin mehr als happy, mehr als zufrieden. Das ist eine sehr geile Entscheidung gewesen. Entschuldigt die Sonnenbrille, es ist wieder mal so richtig schön hell. Ich habe ihn gerade aufgefüllt. Ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass man da so viel Umsatz machen kann. Wie ihr hier seht, es fahren ab und an mal Autos vorbei, aber es ist Wahnsinn, was hier auch abends los ist. Da oben ist übrigens eine Kamera, die überwacht das alles hier. Da hinten ist auch eine, da ist auch noch eine. Also, ne, alles hier schön überwacht, keine Frage, aber das ist echt, echt verrückt. Ich finde das sehr, sehr geil, wirklich. Vielen, vielen lieben Dank an Paul, dass du mir das Ding hier hingestellt hast. Finde ich mega. Nebenbei noch kurz erwähnt, wir haben bis diesen Sonntag Geburtstagsaktion, weil wir hatten gestern Geburtstag 2 Jahre. US Candy gibt es 2 Jahre, das ist heftig. Die Zeit verflieht, das ist so krass. Wir sind erst 3 Monate hier in dem neuen Gebäude. Also Geburtstagsparty haben wir nicht, aber wir haben uns gedacht, wir geben 22% auf den kompletten Online-Shop. Einfach B-Day als Gutscheincode bis Sonntagabend 23,59 www.uscandy.de. Und hier rüber, oder hierzu hatte ich mir überlegt, erstmal so ganz spezielle Sachen hier drin verstecken. Das ist die eine Sache. Viel geiler finde ich aber noch, hier drin, da, sind, muss ich kurz gucken, ja, ein bisschen Kleingeld, 5er, ja, die verstecke ich jetzt da drin, hinter bestimmten Produkten. Das heißt, ich nehme jetzt hier so ein Ding hier raus und klebe jetzt hier 1 Euro hinter oder 2 oder 5 Euro oder whatever. Lasse ich da drin bis auch Sonntag. Abend oder Montagmorgen, je nachdem, wie ich es eben schaffe. So als kleines Dankeschön, weil es ist echt krass, wie das Ding angenommen wird. Also danke, danke, danke. So, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.